Hier sind wir im Haus von Mozart. Mozart. Für jeden Musikliebhaber auf der Welt ist Mozart kein fremder Name. Aber die traurige Geschichte seines Lebens und die fantastische Art und Weise seines Lebens ist, er begann mit 5 Jahren zu komponieren. Und mit 8 Jahren führte er eine Symphonie auf. Oder dirigierte sie. Das ist nur möglich, wenn es ein Samskara wie dieses gibt. Dass das Lernen nicht von dem kommt, was um dich herum ist. Das Lernen ist, was jemand von anderswo aufgesaugt hat. Also das wird als Samskara bezeichnet. Samskarisches Lernen ist von großer Bedeutung. Leider ist es in dem modernen Schulbildungssystem verloren gegangen. Aber Mozart ist ein fantastisches Beispiel dafür. Und innerhalb seiner kurzen Lebensspanne wurde er, weißt du, der Gott der Musik in dieser Gegend. Doch leider erlang er im Alter von 36 Jahren einer unbekannten Krankheit. Und niemand weiß, wo er begraben ist. Irgendwo in einem unbeschrifteten Grab. Das ist eine traurige Geschichte über ihn. Aber auch heute noch schlägt das Herz eines jeden Musikliebhabers höher, wenn er den Namen Mozart hört. Mozart ist ein Meister der Musik. Nicht der erlernten, sondern der verinnerlichten Musik.